Hey, lässt du meine Kugel? Lässt du meine Kugel? Ohne Moos ist nichts los. Aber gut. Heute begrüße ich euch mal hier vom Boden aus. Wundert euch nicht, der Max ist auch zu Hause. Sein Studium hat noch nicht begonnen. Und ich habe jetzt schon seit gestern hier die Pakete liegen. Ach, da ist übrigens der Max. Max, möchtest du auch begrüßen? Hallo. Okay, jedenfalls habe ich seit gestern die Pakete hier und ich habe noch überhaupt keine Zeit gefunden. Ganz kurz habe ich euch schon was auf Instagram gezeigt und ganz viele haben dann gesagt, bitte mach ein Video dazu und wie dekorierst du zum Herbst? Das mache ich sehr, sehr gerne. Ansonsten weiß ich noch nicht so wirklich, was heute passiert. Ich hole dann Lassie ab von der Schule, der ist verabredet mit seinem Kumpel. Und der freut sich auch schon, der ist dann mit bei uns zu Mittag und dann wollen sie was zusammenbauen. Also mal schauen, inwieweit ich euch mitnehme. Jetzt packen wir erstmal hier diese schönen Paketchen hier aus. Und ich habe vorhin auch noch Blumen gekauft. Kann ich euch auch noch zeigen. So sehen sie aus. Wunderschön. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch Moos kaufen, weil ich das brauche für meine Schale. Aber beim... Max, verdecke ich dich? Ja, ich verdecke dich. Beim Gärtner gab es kein Moos. Könnt ihr euch das vorstellen? Und der Max hat dann gesagt, Mama, wir haben oben im Wald genug Moos. Okay, so ist es. Also wir dekorieren jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Der Max, der schaut sich gerade den Lieferschein an, beziehungsweise die Rechnung. Und ich habe euch ja gestern schon diese wunderschönen Eichhörnchen gezeigt. Sorry, dass ich jetzt so lache. Jetzt kommt's nämlich. Also, ich sage ja nicht ganz normal Eichhörnchen. Jeder, der mir auf Snapchat folgt und auf Instagram, der weiß, dass ich das immer völlig übertreibe, wenn ich dieses Wort ausspreche. Ich sage nämlich immer Eichhörnchen. Also völlig übertrieben und alle, die mir nahestehen, sagen das mittlerweile auch, also auch meine Freundinnen. Und warum sage ich das so? Max, was begutachtest du? Bitte nichts kaputt machen. Warum sage ich das so übertrieben? Und zwar, dazu eine ganz, ganz mini kleine Geschichte. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Eins meiner Kinder hat angefangen zu reden und konnte das Ganze noch nicht so gut aussprechen und hat dann halt immer Eichhörnchen gesagt. Und ich fand das immer so süß. Und jetzt kennt ihr auch die Geschichte zu den Eichhörnchen. Und die haben wir jetzt zusammen ausgepackt, der Max und ich. Ich finde die so, so schön. Die sind super edel. Schaut sie euch an. Max, was haben die gekostet? Oder was kostet eins davon? Das Eichhörnchen Brown. Ja, kostet? Das kostet 8,95. Der Max war das übrigens nicht, der das so gesagt hat. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe statt Himmel über dem Himmel gesagt. Stimmt, hat der Max gesagt. Nein. Lass ich drin. Ja, bitte. Ihr kennt doch das Lied. Und dann die Hände zum Himmel. Ja, soll ich immer anders sagen. Ja, und der Max hat es immer anders gesungen, aber nicht absichtlich. Mein Gott, da war der 2,5 oder 3. Egal, der Luki hat zum Beispiel immer zu Vogel Volel gesagt. Auch total süß, ne? Da kam eine Frau, die meinte dann, das ist kein Vogel, das ist eine Taube. Und ich guck die so an, so, okay, läuft bei dir. So, okay. Also, Max, was hast du ausgepackt? Alles. Alles? Die Eichhörnchen, die sind ja auch schon... Der Max spielt schon mit den Eichhörnchen. Okay, also genug von unseren Anekdoten. Hier sind diese wunderschönen Eichhörnchen. Mal schauen, wie wir sie uns dekorieren. Ich habe 4 Stück bestellt, weil ich ja immer 4 bestelle. Wisst ihr vielleicht noch von den kleinen Häschen? 4 Stück, eben 4 Kinder, ne? Ich habe aber auch noch weiße bestellt, zeige ich euch auch gleich. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier mit diesem Apparillo weiter. Der Max, der kann das ja jetzt schon mal auspacken. Okay, das ist übrigens für den Max, diese Glasschale, weil er sich unten in der Garage was zurecht machen möchte mit seinen Kumpels, werdet ihr dann in den nächsten Vlogs sehen. Und da habe ich mir gedacht, passt das ganz gut. Nüsse haben wir auch, zeige ich euch auch gleich ausgepackt, aber ja, jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Ein Windlicht mit so einem Teaksockel, schaut mal, so ist das Windlicht und das ist der Sockel. Oh mein Gott, wie edel ist das bitte? Richtig schön, oder? Vielleicht habt ihr euch schon gedacht, dass ich auf sowas stehe, ne? Hier unser Nussbaumparkett,
hier mein schöner Tisch. Habe ich euch ja auch schon gezeigt. Und jetzt machen wir mal weiter. Jetzt zeige ich euch mal die kleinen Eichhörnchen. Ich habe übrigens überall nach Eichhörnchen gesucht. Wirklich, ich war überall. Ich war im Nanunana, ich war im Kaufhof. Ja, keine Ahnung. Also leider gab es keine schönen Eichhörnchen. Max, was kosten denn die kleinen Eichhörnchen? Übrigens, ganz viele Abonnenten sagen jetzt auch schon Eichhörnchen. Das Eichhörnchen kostet 3,95. 3,95? Geht voll klar. Geht voll klar. 3,95 Euro. Aber das sind ja meine Favoriten. Max. Ja, also finde ich schon. So, noch ein paar kleine Kinder und so. Okay, Leute, können wir ganz kurz diesen Moment festhalten? Der Wahnsinn. Das jetzt gerade mal hier ausgepackt. Ich kann das nämlich nicht mit einer Hand komplett hochheben. Das ist so, so edel. Schaut euch das mal bitte an. Das ist so Teakholz, ne? Und der Max, der holt jetzt mal von draußen diese Wurzelblumen, die ich so gern mag. Wie heißen die denn? Die man so in die Steine macht, die ich von meiner Mama habe, habe ich euch in meinem letzten Vlog gezeigt. Und dann, ja, drapieren wir uns das mal hier so rein. Vielleicht sogar mit einem schönen Eichhörnchen. Mal schauen. Und hier nicht wundern, das ist von Amazon. Dazu sage ich euch gleich was. Aber jetzt helfe ich erstmal dem Max, die Blumen zu holen. Ne, Bella? Komm, gehst du mit? Gehst du mit? Ja, ne? Und der Max hat sie schon geholt. Hat mich scheinbar gehört, der Max. Max, wie nennen sich denn diese Blumen? Keine Ahnung. Wisst ihr vielleicht, wie die heißen? Ich weiß es leider nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich mag die voll gerne. Habe ich euch ja schon erzählt, wie gesagt. So, ach, der Max hat sogar Moos. Max. Ja. Wo hast denn das jetzt her? Pflückt. Sieht aber nicht so schön aus. Das ist Moos. Okay, egal. Kriegen wir hin. Außerdem ist es viel zu wenig. Wir brauchen mehr. Ja, okay. Holst du noch? Nö. Ein wenig Rindenmulch und Chaos später. Ist das jetzt entstanden? Ich weiß nicht. Also ganz zufrieden bin ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die hier raus machen soll und nur die weißen Eichhörnchen, also zwei kleine Eichhörnchen reinstellen soll. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Außerdem fehlt mir ein bisschen was Rotes. Ich wollte nämlich eigentlich hier so einen Zweig, Hagebuttenzweig, damit ich diese hier hinhängen kann, diese Kastanien. Schaut mal, die sind doch auch total schön. Max, was kostet so eine? Der Max isst. Max, bist du ein Eichhörnchen? Nein, nein. Isst Nüsse. Was kostet das? 3,95. Schaut mal, sind auch voll edel, ne? Und die wollte ich nämlich dann da so hinhängen. An so einen Hagebuttenstrauch, wie gesagt. Und der Max kann ja schon mal in der Zwischenzeit das aufmachen, wenn er dann mal fertig ist mit Essen. Messer? Bitteschön. Warte, ich leg dir es daher. Abergläubisch und so, die Mama. Weißt du ja. Oh mein Gott. Oh, wie schön ist bitte diese Schale. Schaut es euch an. Max, da können wir vielleicht so Orangen reinlegen. Was meinst du? Was können wir da reinpacken? Hm? Ich bin eher für Zitronen. Zitronen. Nüsse. Nee, wir machen lieber so Obst rein. Eine Obstschale. Was meinst du? Hm? Mhm. Begeisterung. Max, du bist nur am Essen. Ja. Männer und dekorieren, Leute. Hier habe ich übrigens auch noch so Dekoschalen. Sorry, da liegt jetzt gerade Erde. Da muss ich auch mal gucken, wie ich die dekoriere am besten. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Idee. Die Schale hier finde ich ja besonders edel. Max, was kostet diese Schale hier? 1995. 1995? Voll edel. Schaut es euch mal an. Max, bist du sicher? Nein. 95. 1995, okay, wir haben es. Danke, Max. Was soll ich denn euch jetzt sagen? Ja, mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen die Idee. Max packt jetzt hier gerade noch aus. Das hatte ich euch ja schon gesagt. Die habe ich für den Max bestellt. Und zwar, genau, deshalb, hier legt man so die Nüsse drauf. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Danke, Max, für deine Hilfe. Du bist nur am Essen. Ja, und dann, wenn man die Nuss geknackt hat, und dann kann man die Schale hier eben rein tun. Ne? Vorher natürlich essen, das, was darin enthalten ist. Ja, jetzt sage ich euch mal, was es hier mit diesem Paketchen auf sich hat. Ja, hier drin ist eine externe Festplatte. Ich bin nämlich ein kleiner Pechvogel und zwar hat sich meine externe Festplatte einfach mal
verabschiedet. Auf der Festplatte ist auch ein neuer Vlog, den ich euch schon vorbereitet habe. Den kann ich nicht hochladen, da muss ich erst auf meinen Grafiker warten, der mir diesen Vlog hoffentlich rettet. Und bis dahin habe ich mir jetzt eine neue bestellt, weil der Grafiker im Urlaub ist. Also wundert euch bitte nicht, wenn ihr einen Vlog seht, in dem dieser Bereich oder irgendwo anders noch nicht dekoriert ist. In dem Vlog habe ich mit euch gekocht. Ich freue mich total, dieses Video dann online zu stellen, weil ich mir da auch wieder super viel Mühe gegeben habe. Und ich hoffe, drückt mir die Daumen, dass mein Grafiker dieses Video rettet von meiner Festplatte, die ja kaputt ist. Egal. Jedenfalls werdet ihr dieses Video am Sonntag sehen, weil ich dieses Video mit einem anderen PC schneiden werde. Ja, also nur mal so am Rande für euch, damit ihr Bescheid wisst, damit es jetzt hier alles seine Richtigkeit habt und damit ihr nicht durcheinander kommt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir, also der Max und ich, dieses Chaos hier jetzt mal beseitigen und fertig dekorieren. Ich muss ja, wie gesagt, erst noch mal kurz zum Gärtner, weil mir noch ein bisschen was fehlt und auch so ein bisschen rote Farbe. Und dann würde ich euch einfach noch mal dazu holen, damit ihr dann seht, wie wir dekoriert haben. Und da ist auch die Bella. Könnt ihr sie sehen? Die ist immer mit bei uns. Bella, Bella. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Die sind so süß. Die Bella will im Wald übrigens immer mit Eichhörnchen spielen. Und ich rede dann immer mit den Eichhörnchen und sage, nee, macht euch keine Sorgen, die Bella will nur spielen. Okay, also ich muss jetzt auch gleich einen Lassie von der Schule abholen. Wir räumen jetzt hier aber erstmal auf, dekorieren und dann sehen wir uns wieder. Max, bist du dann fertig mit Essen? Ja, ich krieg keine Nuss mehr auf. Du kriegst keine Nuss mehr auf? Das ist komisch. Okay, also bis später. Wir sind fertig mit Dekorieren. Ich räume jetzt die Kartons schnell noch runter in die Garage und hole den Lassie ab mit seinem Kumpel. Wie gesagt, die wollen ja von Lego was zusammenbauen. Und die essen dann aber natürlich erstmal was hier. Und Hausaufgaben müssen auch gemacht werden. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch dann später, wie wir dekoriert haben, beziehungsweise wie es am Ende aussieht, weil ich jetzt erstmal das hier beseitigen muss und weil der Max meinte, mich jetzt hier so komisch filmen zu müssen für Snapchat. Das ist das neue Spiel vom Lassie, beziehungsweise ja, das neue Lego-Teil. Ich baue da jetzt zusammen mit seinem Freund und ich würde sagen, ich bügel in der Zeit ein bisschen. Also viel Spaß, Jungs. Danke. Eure Gläser, könnt ihr da noch was trinken später? Ja. Und da ist er, mein Bügelberg. Ich habe noch so einen Korb. Da ist die Bella. Die Jungs, die bauen jetzt, wie gesagt, da hinten ihr Lego zusammen. Und ich starte jetzt mal durch. Ne, Bella? Hilfst du mir? Nee, ne? Hilfst mir nicht beim Bügeln, ne? Nee, das machst du nicht, ne? Der Luki ist jetzt auch von der Schule da. Der isst gerade. Die Jungs haben sich noch das Auto hier hochgeholt. Das hat Alessandro vor einiger Zeit mal zusammengebaut. Ich glaube, zusammen mit Max, oder Lassie? Ja, ich glaube, das hat sich von der... Von deiner Taufparty hast du das bekommen. Genau, zum Geburtstag. Und hier geht's weiter voran. So weit sind sie schon, die Jungs. Das haben sie zusammengebaut. Und ich gehe wieder zu meinem Bügelberg. Fertig! Das ist der Stapel der Kinder. Und das ist von Mama und Papa. Allerdings habe ich noch einen weiteren Korb. Das schaffe ich jetzt nicht. Ich packe das jetzt da rein, bring's runter und verteile's. So, auf geht's nach unten. Tada! Ich habe mir jetzt dieses wunderschöne kleine Blumensträußchen zusammengestellt beim Gärtner. Ich habe ja so Äste gebraucht, damit ich dann diese Teilchen hier aufhängen kann. Also was Stabiles. Eigentlich wollte ich ja was Rotes, also Hagebutte, hatten sie aber leider nicht. Deshalb habe ich diese hier mitgenommen und ich finde, das sieht so, so süß aus. Und hier ist das Windlicht. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich das vor die Tür stelle, aber da war ich mir dann nicht ganz sicher. Eigentlich möchte ich es die ganze Zeit sehen, deshalb ja, möchte ich es nicht vor der Haustür haben. Ich habe es jetzt mal hier hingestellt und jetzt zeige ich euch noch meinen Tisch. Das ist die fertige Dekoschale. Mir gefällt es sehr gut. Ich wollte ja noch ein bisschen was Rotes dazu haben. Habe ich jetzt auch noch gefunden. Hier sitzen meine Eichhörnchen und hier ist der Rest der Eichhörnchenfamilie. Habe ich einfach nebendran hingestellt. Hier ist mein wunderschöner Blumenstrauß, den ich mir gekauft habe. Und hier habe ich noch das Schätzchen für meine Schwester. Und zwar liebt auch sie Eichhörnchen. Und ich fand die Idee mit diesem Teelicht einfach total schön.
Und hier ist jetzt die wunderschöne Schale. Ich habe sie einfach als Obstschale umfunktioniert, aber auch die könnte man natürlich total schön herbstlich dekorieren. Die wird jetzt ihren Platz bei mir in der Küche finden und ich finde sie einfach wahnsinnig edel. Und ich denke, wenn das Obst leer gegessen ist, dass wir dann auf jeden Fall was Schönes Herbstliches reinmachen und vielleicht dann sogar auf den Boden stellen werden. Und hier auf dem Sideboard habe ich noch die zwei Schalen. Ich war noch Kastanien sammeln mit den Kindern. Hier sind die zwei kleinen Eichhörnchen. Ich finde diese Schalen hier besonders edel, zum Beispiel auch für den Esstisch oder für in die Küche. Könntet ihr auch zum Beispiel auf den Boden stellen, eine schöne Vase drauf oder Teelichter. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus, wie ich finde. Wir haben ein neues Familienmitglied. Die sind gerade da. Ich zeig's euch. So süß. Wenn ihr den Kleinen gleich seht, werdet ihr dahin schmelzen. Ich bin mir total sicher. Und die Bella auch. Gleich, ne Bella? Kommt unser neues Familienmitglied. Ja, die Bella freut sich auch schon. Nicht. Die ist eifersüchtig. Wie sie guckt. Bist du eifersüchtig? Bella, bist du eifersüchtig? Du musst doch nicht eifersüchtig sein. Ich liebe doch nur dich. Und unser neues Familienmitglied. Also, ich zeige euch. Auf geht's. Wenn ihr diese Augen seht, oh mein Gott, ihr werdet dahin schmelzen. Wie gesagt, da ist er. Da ist er. Da ist unser neues Familienmitglied. Schaut euch an. Milan. Milan. Hey, lässt du meine Kugel? Lässt du meine Kugel? Die spielen voll süß. Guck mal. Du bist so süß. Die Bella will spielen, ne? Verabschieden. Ich hoffe, dass euch unser Vlog gefallen hat, wie wir dekoriert haben. Vielleicht war ja eine Inspiration für euch dabei. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich habe übrigens auch noch einen Rabattgutschein für euch. Wer bis jetzt dran geblieben ist, der hat sich diesen Gutschein auch wirklich verdient. Und zwar könnt ihr da schön Geld sparen bei Leonardo. Heidi10 heißt er, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bekomme da nichts dafür, nur damit ihr Bescheid wisst. Ihr könnt dadurch eben Geld sparen und da freut ihr euch bestimmt, wenn ihr euch auch schöne Eichhörnchen kauft. Entweder das kleine oder das große, da gibt es auch noch ganz viele verschiedene. Ja, und jetzt verabschiede ich mich von euch. Habt alle einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!